Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII, dem Remake hier auf dem Kanal. Oh mein Gott, wir sind dabei, unsere erste Bestie hoffentlich sehr bald zu nutzen, denn wir haben in der letzten Folge Ifrit bekommen, haben uns auch sehr gut im Dart-Spiel gemacht, haben Barret davor bewahrt, wahrscheinlich Ärger zu kriegen in irgendeiner Art und Weise, aber wir gucken erstmal. Jo, wir können nämlich Ifrit in so einem Spezialslot einschmeißen, was wir auch gleich mal machen werden. Zack. Die erste Esper, die wir nämlich erhalten haben. Und nicht Bestia. Bestia war ja erst ab Final Fantasy VIII, glaube ich, die Bezeichnung. Ne? Ermöglicht die Beschwörung von Ifrit, einer Esper, die mit ihren Fertigkeiten wie Feuer der Hölle verheerende feuerelementaren Schaden verursacht. Zack. Ist eingesetzt. Na dann. Jesse, du willst mit uns nach oben in Sektor 7. Bist du bereit? Yep. Halt. Lass dir alle Zeit der Welt. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als hier auf dich zu warten. Och, Chef. Hättest du wohl gern. Hau rein und pack deine Sachen. Boah, Alte. Ganz ehrlich, ich kann ja nur noch mal schnell wenigstens nach einer Waffe gucken gehen. Vielleicht hat ja der Waffenheini noch mal ein bisschen was Neues. Der war hier unten. Oh, nö, da habe ich jetzt keinen Bock hinzugehen. Das ist mir ein bisschen zu weit weg. Na dann. Ich komm schon mit dem. Bereit? Ja. Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Wenigstens stimmt der Lohn. Ein Cloud für alle Fälle. Sehr schön. Beim ersten Nachladenschuss Schluss eröffnet, wird das zum Geheimversteck der Widerstandsgruppe? Naja. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Tja. Hm. Leben deine noch, Cloud? Hä? Nein. Mhm. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Na, jetzt bin ich mal gespannt. Hey Jungs, habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann los, ihr Schnarchnasen! Vollgas voraus! Besser als nichts! Hat ihr gerade das Schwert in der Pfote? Cloud! Ja? Dass wir rauffahren, hat nur am Rande was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Makogasen. War es nicht so gewesen? Nein. Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stand. War wohl keine so gute Idee. Es war aber nicht deine Schuld, Jesse. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? ID-Check, jetzt! Woo!
Kontrollpunkt passiert. Ab jetzt wird es etwas schwieriger. Was meinst du damit? Um diese Uhrzeit ist der Tunnel eigentlich gesperrt, sobald Kontrollpunkte durchfahren werden. Wird Alarm ausgelöst. Na super. Ganz genau. Ernsthaft? Na super. Ah, kein Problem. Wir haben ja Clown dabei. Hast du bei Soldaten gelernt, wie man so eine Maschine fährt? Ja, gab viele Motorradeinsätze. Nicht, dass du mir mit deinen paarkünftigen Schmetterlingen in den Bauch zauberst und ich ohnmächtig werde. Sieh nach vorn, dann wird dir nicht schlecht. Toller Tipp. Jetzt geht's raus! Weißt nicht, wo drauf. Das ist ja schon der erste. Eine wilde Verfolgungsjagd auf dem Motorrad, die Arme um einen starken Mann geschlungen. Meine Güte! Du musst besser ausweichen! Ey, ich wollte über die Planke. Scheiße. Läuft ja wie geschmiert. Hör mal nach vorne. Wenn ein Alarm losgeht? Anhalten. Na, so ein Kosten auf. Ganz deiner Meinung. Ja. Wir sind nicht zu bremsen. Ist echt kein Feind gewachsen. Ah, cool, die Driftattacke habe ich gerade erst gesehen. Scheiße, hätte ich jetzt noch nicht einsetzen sollen. Kann es sein, dass wir langsamer geworden sind? Kommt ihr nur so vor. Ey, scheiße. Sie kommen zu euch! Oh nein, das könnte übel ausgehen. Was machen wir jetzt? Halt still! Fühl dich wieder. Schon. Alter. Ah. Eindringlinge entdeckt. Ach, Quatsch. Gehen die denn nie auf? Ich glaube nicht. Elitekämpfer. Nee, oder? Doch. Das klingt ja nicht gut. Da haben wir doch keine Chance. Klau, was ist denn los mit dir? Ey. Scheiße. Wow, you're close! Juhu! Juhu! Das ist echt stark! Du gehst weg. Mitte ist mein Revier. Was ist das denn? Scheiße. Hab ich's erwischt? Du brauchst unsere Hilfe gar nicht, was? Nein. Kann ich auch nach hinten gucken? Nee, scheiße. Was ist das? Wer bist du? Eine Meldung von Soldat. Einer ihrer Männer nimmt die Verfolgung auf. Ja, verstanden. Soll das heißen, er kommt? Stimmt. Lass uns das hinter uns bringen. Sonst fährt er uns gleich mit über den Haufen. Und tschüss! Sie ausgezeichnet! So, die Drohne ist schon mal futsch. Wir müssen den Wald helfen! Komm schon! Scheiße! Wie lang ist denn der Tunnel? Okay. Fahren wir direkt zum Bahnhof? Nein, zu den Abstellgleisen. Nur schade, dass meine Spritztour mit dir jetzt schon zu Ende ist. Wir beide sind auch noch da. Kann ich nicht hören. Kannst du wohl. Vielleicht doch nicht. Aber ich wollte gerade sagen, hier ist noch einer. So geht's ja nicht! Hilf uns!
Ja, ich bin auch schon dabei, Mensch. Okay, also wenn er blockt, kann auch gar kein Gas geben. Ey, hast du gerade auf mich geschossen, du Arsch? Das wird nichts. Weg hier, bevor dieser Freak auftaucht. Roger! Wieso haben die ab? Wegen ihm da. Ist das auch ein Soldat? Was denn jetzt? Ja. Tut, tut! Spinnt der? Wenn man nicht aufpasst, hängt das Leben einem ab! Na, auf einer Spritztour mit einer Lady? Ah, wie romantisch! Darf ich mich einklinken? Wohl nicht, was? Na gut! Wie wär's stattdessen mit einem Rennen? Redest du mit mir? Mit wem denn sonst? Vergiss es. Was? Ich kann dich nicht hören! Du bist so langsam, deine Worte kommen bei mir nicht an! Alter, halt die Klappe. Ausgezeichnete Frage, junge Dame. Die Leute nennen mich Lotsche. Ich selbst bezeichne mich als einen Geschwindigkeits-Junkie. Du hörst ja doch. Scheiße, ich war doch dran. Deine hübsche Stimme kommt bei mir an, Kleine. Oh, ist der eklig. Herrlich. Ich hab jetzt schon richtig viel Spaß. Ja. Wollen wir langsam einen Gang? Was soll er? Ja. Ich zittere förmlich vor Erregung. Ja. Oh. Interessant. Was macht denn sie? Ja, nicht übel. Ich sehe Potenzial und Liebe zum Motorrad. Doch noch wärst du nur, statt das Fahren zu leben. Ja, ich und du schnell Rendezvous. Ein Motorrad ist weit mehr als nur ein Transportmittel. Es kann zu einem Teil von dir werden. Du musst es nur zulassen. Macht ja auch noch mit Magie oder was? Scheiße. Klaus! Stirb, du Sau! Ja, aber siehst du dich aus wie ich? Ja. Ja, mehr! Ja. Savutsch, Savutsch! Jetzt muss Savutsch sein. Oh, leck mich. Hast du genug? Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Hoppla! Bis die Motoren zum letzten Mal aufheulen, möge der Bessere triumphieren! Mann, wie ist das? Das macht er alles mit einer Hand, ne? Der Höhepunkt des Kampfes! Jesse, denk du mal! Was? Ich würde mal sagen, deine Karre ist futsch, wa? Schade, das war's wohl. Vorerst. Nächstes Mal tragen wir es alleine aus. Alles klar? Mal sehen. Yippie-yay! Gut gemacht. Dem hast du es gezeigt. Freut euch nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. Cool. Besser auf jeden Fall als im Original. Katastrophal. Katastrophal was? Gefahren. Und wer hat dich gefragt? Ich dachte echt, ein ehemaliger Soldat wäre besser. Alleine bin ich das auch.
Gut, dann übernehme ich. Nein. Na, dann eben weiter wie bisher, okay? Oh? Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel. Ab hier laufen wir. Ist nicht mehr weit und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Aha. So, kann ich hier was einsammeln? Das haben wir ja. Oh Gott. Nö, nichts zum Einsammeln. Kann ich so ein Motorrad mitnehmen gleich? Nein, auch nicht. Schade. Das ist ein geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Ein Zaubertrick. Okay. Indem du auf den Knopf drückst oder was? X und Wedge sagen gar nichts mehr. Na super. Ach, wieder das Halten. Simsalabim! Wie jetzt? Das war deine Aussage? Echt jetzt? Unterführung? Nö, ich gehe nicht da lang, wo ihr geht. Nicht, dass du uns verloren. Ach, scheiße. Okay. Weil es fällt doch nicht auf, dass die mit Waffen hier rumrennen, oder? Das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Mako-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Eigentlich, ja, ja. So, was haben wir denn hier? Zu Hause von ihr. Hier noch ein bisschen was, was wir wahrscheinlich angucken könnten. Oh, guck mal, Spielzeug. Schöner Spielplatz. Wie? Hinten geht's weiter? What the fuck? Gut, hier wird's wahrscheinlich nicht lang. Zählen auf mich. Können sie ja. Ich geh mal hier hinten lang gucken, ob es hier nicht was gibt. Na gut, wir gehen lieber doch die anderen hinterher. Hey, da steht ihr rum. Guck mal, ein Fahrrad. Hey, eine Mokri-Bommel. Ich höre eine Katze. Wo ist er? Auf dem Spielplatz. Die Katze. Da oben ist er. Mensch, Freund Blase, hm? Ist Jesse schon vorgelaufen? Ganz da vorne an der Ecke steht sie. Bei Shinra verdient man garantiert zigmal so viel wie wir. Möglich. Seht mal. Das Licht brennt jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Ach hier. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie im Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Midgar-Spezial? Jessies Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Das ist cool. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Guck mich hier noch mal ganz kurz um. Okay.
Okay, es gibt hier aber nicht mehr wirklich was zum Einsammeln. Schade. Okay, ich sehe schon, wo es dann lang gehen wird. Die anderen zählen auf mich. Ja, können sie ja immer noch machen. Hier werden wir uns wahrscheinlich dann verstecken müssen. Dann geht's von hier aus dann in die Fabrik oder was auch immer das ist rein. Frage ist natürlich, ob das dann alles mit Kämpfen wieder verbunden ist. Ich hoffe mal nicht. Also ich hoffe, dass wir hier so ein bisschen schleichen können. Cloud, wir sind hier drüben. Ja, ich weiß. Genau was. Ich dann, ach, scheiß drauf, ich gehe jetzt da nicht lang. Obwohl, doch, ich kann da lang. Ich bin der Freund von der Jessie. Gucken wir das mal alles so nebenbei an. Ach, schön, dass man hier auch wirklich ins Haus reingucken kann über die Fenster. Ich habe jetzt die Mutter erstmal schon mal. Ich sehe zumindest erstmal keinen hier irgendwie großartig sitzen. Mal gucken, wo die Mutter ist. Aber vielleicht ist sie hier auf Toilette, in der Küche. Gut, los geht's. Cloud, du weißt, was du zu tun hast. Einklopfen? Warte erstmal hinter dem Haus. Ja. Warum? Klar. Achso, weil sie mich nicht kennt. Dass du nichts von der Midgar Spezial abbekommst. Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was, okay? Was? Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Achte auf... Das Licht im Zimmer, das ist das Zeichen. Freunde, und ganz ehrlich, ich glaube, hier wird es auch in der nächsten Folge ein bisschen mehr abgehen. Dementsprechend, beziehungsweise das heißt in der nächsten Folge, ich hätte das sowieso, aber jetzt gleich. Und dementsprechend würde ich das gerne auf die nächste Folge verschieben. Die anderen Folgen davor sind ja halt doch mal ein bisschen länger gewesen. Diese ist jetzt halt mal ein bisschen kürzer. Dafür wird die nächste hoffentlich genauso actionreich wie die jetzt gerade eben. Und naja, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, was in die Kommentare schreibt und ansonsten, ja, mich weiterempfehlt. Ich sage nur noch ciao, ciao und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.